Hallo, meine lieben Freunde von Universe Sandbox 2. Gleich von vornherein einen herzlichen Dank an PinkyLP97, der mir da einen Tipp gegeben hat bezüglich einer sehr interessanten Thematik. Und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Es geht dabei um eine sehr interessante Geschichte. Und zwar, was ist eine rote Nova? Ja, Wissenschaftler haben ein Sternbild im Sternbild Schwan, zwei Sterne entdeckt. Einen so groß ungefähr wie unsere Sonne und einen kleiner. Und diese beiden Sterne umkreisen sich in einem sehr engen Abstand. Und man geht davon aus, dass die in Jahre, also so in den nächsten 5 bis 10 Jahren, zu einer einzigen Sonne verschmelzen werden. Ja? Wir können das Ganze jetzt einfach mal hier nachstellen, indem wir Proxima Centauri und unsere Sonne verwenden. Könnte vom Größenverhältnis ja ungefähr stimmen. Ja? Das heißt also, wenn diese beiden Sterne verschmelzen, kommt es nicht etwa wie bei Universe Sandbox 2 zu einer Supernova, sondern zu einer sogenannten roten Nova. Was ist eine rote Nova? Eine rote Nova beschreibt eigentlich den Prozess, wenn ein kleinerer Stern von einem größeren Stern aufgenommen wird. Da entstehen natürlich auch sehr große Energiemengen, die frei werden, aber es kommt zu keiner Supernova, die also dafür verantwortlich wäre, dass beide Sterne explodieren. Nein, es kommt nur zu einer partiellen Explosion. Das heißt also, auf der Oberfläche des größeren Sternes, das erzeugt ein sehr grelles Licht, ja, und in dem Fall im roten Spektrum. Und dieses rote Licht könnten wir dann auf unserer Erde sehen. Das wäre ungefähr so hell, so ja, wie momentan fast so hell wie die Venus. Ja, es wäre ein tolles Ereignis, es wäre ein absolut unglaublich tolles Schauspiel am Himmel. Und das wäre natürlich eine absolut tolle Geschichte. Aber jetzt ist natürlich die Frage, läuft es denn dann auch wirklich so ab, wie es ablaufen soll? Wir sehen ja, unsere beiden Sterne hier umkreisen sich ganz munter. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Proxima Centauri hier wieder wegnehmen, dann sehen wir, ja okay, jetzt haben wir noch unsere Sonne. Aber wenn ich Proxima Centauri jetzt zum Beispiel eben in diese Situation bringe, dass Proxima Centauri die Sonne trifft, dann haben wir hier also eine Supernova. Ja? Was jetzt in dem Fall, den wir hier besprochen haben, nicht so der Fall sein wird. Eine Supernova wäre also eine wesentlich katastrophalere Erscheinung als das, was wir jetzt hier haben. Wir müssen mal gucken, ob wir das teilweise rekonstruieren können mit Universe Sandbox 2, indem wir die Sonne hier hinsetzen. Und dann zum Beispiel hier um einen Orbit Proxima Centauri extrem nah, ja, dann können wir ja mal gucken, ob sich hier irgendwie materietechnisch auch irgendwas tut. Also man sieht es also hier, dass eben, ja, man könnte das jetzt schon ein bisschen gelten lassen. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder ein Problem, ja. Aber ich muss es nochmal ausprobieren. Also es kam jetzt sehr nah dahin, was ich eigentlich zeigen wollte, obwohl ich eigentlich nicht davon ausgegangen bin, dass es wirklich funktioniert. Weil natürlich Universe Sandbox 2 das Ganze ein bisschen anders macht. Wir müssen die Geschwindigkeit ein bisschen verringern, dass wir hier ein bisschen besser sehen. Ja? Und dann muss ich wieder ziemlich nah ran. Ich muss mal hier das Ganze ein bisschen nach oben drehen. So, in dem Abstand ungefähr. Und jetzt gehen wir mal zu Proxima Centauri und gucken mal, was jetzt eigentlich hier passiert, wenn wir ein bisschen näher dran sind. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es hier zu einer besonderen Erscheinung auf dem Stern kommt hier, also auf unserer Sonne quasi, ja. Jetzt kommst du wieder so nah ran. Was ist denn los mit dir? Du bist im Orbit. Du bist nicht im Orbit. Ja, jetzt haben wir da kurzzeitig mal den Effekt gehabt. ja, also irgendwie, aber es ist rot. Ja, also man sieht, es ist rot Ziel erfüllt. Ja, natürlich nicht wirklich. Denn das wäre jetzt eigentlich genau die Thematik gewesen, die ich zeigen wollte. Schade, dass... Kann man nochmal probieren. Komm, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir werden natürlich das Let's Play hier jetzt nicht unendlich ausdehnen, ja, weil die Thematik natürlich jetzt auch nicht wirklich irgendwie Stunden an Videomaterial hergibt. Aber sag mal, was ist denn hier los? Wieso machst du denn... Achso, ist ja klar, ein gemeinsamer Masseschwerpunkt. Warte mal, müssen wir anders machen. Ich bin ja auch blöd im Kopf. Da machen wir hier mal ein binäres System und dann können wir hier das ein bisschen schöner machen. So, jetzt aber. Stopp! Jetzt haben wir nämlich hier zum Beispiel den Effekt, dass hier Materie natürlich auch herausgerissen wird aus dem Stern. Ja, ein bisschen langsamer vielleicht. Wenn man sich hier nicht zu schnell läuft. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, also mit der binären Geschichte, also mit einem nicht ungleichen Massezentrum, ja, funktioniert das natürlich jetzt ein bisschen besser. Hier ein bisschen Gas und gucken mal, ob wir hier noch so einen Effekt bekommen. Aber jetzt kommen wir natürlich nicht mehr so nah an die Sonne ran. Also wir sehen jetzt zum Beispiel hier diese Energieausbrüche,
die wir hier auf der Sonne jetzt sehen. Und das wird am Ende des Tages genau auch wieder eine Supernova. Also ich weiß nicht recht, warum. Wahrscheinlich, weil der eine Stern Masse verliert und somit der Orbit einfach nicht mehr stabil ist. Ja, das könnte natürlich sein. Das wäre wahrscheinlich ein Grund, aber wieder habe ich ein bisschen Rot mit dabei, also fast in der Richtung, in der ich es eigentlich haben will. Also, leider kann Universe Sandbox 2 das nicht so genau darstellen, wie ich das gerne hätte, aber man kann nicht alles haben, aber wie gesagt, die Thematik wird 2022 wahrscheinlich ein Thema, da könnt ihr ja gerne dranbleiben. Und nochmals danke an PinkyLP97, der mir den Tipp gegeben hat, finde ich toll, dass du mir das geschickt hast, damit ich mir das auch mal durchlesen kann. Also hochinteressantes Thema, was jetzt mit Universe Sandbox 2 nicht ganz so klappt. Sorry, tut mir wirklich leid. Aber bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns.